Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Siberia 3. Ja, in der letzten Folge haben wir genau hier aufgehört bei den beiden etwas, naja, bekloppt aussehenden Herren, die aber doch scheinbar sehr nett sind und die mir gesagt haben, dass es hier kein Entrinnen gibt aus dieser Irrenanstalt, wie ich sie immer gerne nenne. Aber wir müssen ja irgendwie hier rauskommen. Das ist ja Sinn und Zweck des Spiels. Deswegen werden wir jetzt mal machen, was wir in der letzten Folge schon angedroht haben. Wir werden jetzt hier erstmal, Moment, da können wir was machen. Das Büro untersuchen. Na, kommt hier eine Idee? Ich kann die Sachen bewegen. Ich kann mir die nicht angucken, oder wie? Oh Leute, ist das euer Ernst? Krankenakte oder sowas? Macht die doch mal. Ich würde die gerne rausnehmen. Ah, da liegt noch was drunter. Prospekt, so wie es aussieht von hier. Komm nach hier und du kriegst starke Muskeln wie Arnold Schwarzenegger, oder was soll das heißen? Ist auch alles auf Russisch, glaube ich. Kann ich also nichts von lesen. Ah, hier ist ein Schlüssel. Ich weiß nicht, kann man das benutzen? Verstehe. Nach dem Bild zu urteilen, fehlte eine Art Stift. Ich muss ihn irgendwie reparieren. Aber wie kriege ich das hin? Ja, mit dem Bleistift, der da gerade in der Schublade lag. Das würde ich jetzt mal so spontan sagen. Guck da nochmal nach. Ach nee, jetzt kann man den nicht mehr nehmen. Das ist ja doof. Kann man auch nichts machen. Okay. Dann ist es doch schwieriger, als ich dachte. Weil da lag ja jetzt ein Bleistift drin, den hätte ich jetzt schön benutzen können. Drehen wir uns hier einmal die Runde. Moment, was war jetzt unseres? Das hier, ne? Oder? Nee, das ist nicht Nummer 5. Hier ist Nummer 5. Er wirkt stellenweise so ein bisschen kantig noch hier in der Bewegung, aber ist schon sehr, sehr, sehr gut gemacht, muss ich sagen. Er schläft wahrscheinlich Wie immer geht noch. es dir, Kate Walker? Ah, doch. Steht deine Entlassung aus der Klinik unmittelbar bevor? Ich fürchte nicht. Du wirkst aufgebracht. Was ist los? Ich muss eine Art Schlüssel benutzen, um eine Tür zu öffnen und diesen Ort endlich zu verlassen. Es ist eine Art Test, verstehst du? Ein Test, den ich bestanden habe, aber der Schlüssel hat nicht funktioniert. Und als ich ihn mit einem Original verglich, sah ich, dass er manipuliert worden war. Ich bekomme den Eindruck, dass sie versuchen, uns mit allen Mitteln hier zu behalten, Kirk. Egal, ob wir bleiben wollen oder nicht. Das ist eine ernste Anschuldigung. Bist du dir sicher? Jep, ganz sicher.
Beweise häufen sich, genau. Die Beweise häufen sich. Da ist der Schlüssel, der nicht funktioniert, dann die Tatsache, dass du am Bett fixiert bist und deine Prothese, die nicht fertig wird. Es stimmt, dass ich sehr schwach bin, seit ich mit Madame Olgas Therapie begonnen habe. Aber sie sagt, das ist normal. Sie nennt es vorübergehende Nebenwirkungen. Wir müssen wirklich hier raus, Kirk. Leider kann ich mich ohne das mechanische Bein nicht auf den langen Zug der Strauße begeben, Kate Walker. Aber du könntest fortgehen. Aber wie? Zeig mir das Modell des Schlüssels, von dem du mir erzählt hast. Nee, mit dem Messer wollte ich ihn jetzt nicht bedrohen. Du musst mir dieses Modell zeigen. Ja, deswegen habe ich es ja rübergezogen. Hallo. Muss ich auf die Brust? Ach so. Zeig mir lieber das Modell des Schlüssels, bitte. Das ist der Schlüssel. Ach so. Das Modell des Schlüssels oder den Schlüssel? Ach so. Das dachte ich mir. Damit sollte der Schmied meines Stammes in der Lage sein, deinen Schlüssel zu reparieren. Natürlich müssen wir einen Weg finden, ihn zu ihm zu bringen. Da gibt's eine Eule. Ich bezweifle, dass es hier eine Post gibt. Geh auf den Balkon. Der Bote unserer Schamanin ist nie sehr weit weg. Ich nutze ihn, um mit meinem Volk zu kommunizieren. Du kannst ihm den Schlüssel geben. Er wird ihn zum Schmied meines Stammes bringen. Verstanden. Danke, Kirk. Diesen Teil liebe ich jetzt schon. Ich wusste, die Eule wird uns noch nützlich sein. Ja, wo ist sie denn? Liebe Eule. So, aber wie rufe ich dich jetzt? Kann ich dir das irgendwie... Kann ich nicht? Heda, ich bin hier. Komm schon, komm her. Hallo, liebe Eule, Heda, komm her. Ich bin hier. Komm schon, komm her. Auf keinen Fall. Warum nicht? Oder muss ich irgendwie da draufhauen oder so, vielleicht mit dem Messer? Das ist nicht richtig. Ich will ja das Tier nicht massakrieren. Ich will ja nur ein bisschen Geräusche machen. Na gut, aber... Nee, ich... Hallo. Ich will die Eule damit benutzen. Kann ich die Eule damit benutzen? Hey, du. Huh. Hierher, Piepmatz. Ich habe etwas für dich. Ach komm. Jetzt bin ich schon so weit gekommen. Mehr oder weniger. Das Herz vielleicht? Ich weiß es nicht. Das ist nicht richtig. Ja, ich weiß, aber... Was willst du denn sonst machen? Keine Chance. Versuchen wir etwas anderes. Ja, was denn? Es funktioniert nicht. Unmöglich. Doch! Auf keinen Fall. Es ist möglich! Nichts. Oh. Was ist ein J eigentlich? Ach so. Okay. Hä? Nee. Ich wollte gerade sagen, habe ich jetzt meine Sachen gelöscht? Ach, das sind, glaube ich, Dokumente. J sind Dokumente, wenn ich das jetzt richtig sehe. Ja, aber wie soll ich das Tier anloggen? Brauchen wir irgendwie was zu fressen oder so, dass die rüberkommt? Das wäre jetzt noch... Aber auf Suppe steht die wahrscheinlich nicht so, ne? Oder kann er mir irgendwie sagen, was sie braucht, so an Futter? Dieser Vogel, Kirk. Ich glaube, ich mache etwas falsch. Er kommt nicht zu mir, wenn ich ihn rufe. Es stimmt, dass die alte Eule ein bisschen versponnen ist. Hast du versucht, sie dazu zu bringen, auf dem Balkon zu landen? Ja. Nein, aber ich wüsste nicht, wie ich das machen sollte. Sieh dich im Hof um, Kate Walker. Dort findest du vielleicht etwas, was den Vogel interessiert. Warum nicht? Das probiere ich mal. Danke für deine Hilfe, Kirk. Ist ja eine große Hilfe. Er hat ja nur das Gleiche gesagt, was ich mir gerade schon gedacht habe. Dass ich irgendwas finden muss, womit ich die anlocken kann. Also ich tippe mal auf eine Maus, die ich aber im Hof bisher zumindest noch nicht gesehen habe. Oder irgendwie Futter, aber... Ja,
Da geht er wieder da. Anton ist wieder mitten im Spiel eingeschlafen. Das ist schön, dass er eingeschlafen ist. Was ist denn hier mit den Vögeln? Ich weiß nicht, frisst die so einen mechanischen Vogel vielleicht? Stimmt, der ist eingeschlafen. Ah! Was habe ich denn jetzt geklaut? Ich bin ja auch doof. Ich habe gedacht, hier wäre der Vogelkäfig drin gewesen. Ah, probieren wir mal eben. Aber der hat doch nicht den Schlüssel zum Vogelkäfig, oder? Was ist denn der Vogelkäfig jetzt? So langsam habe ich das Gefühl, dass ich irre werde. Ich laufe hier immer nur im Kreis. Doch, hier ist doch der... Hä? Aber da spielen die doch Schach? Nee. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Doch, hier ist doch der Vogelkäfig. Jetzt geh mal da rein, Mann. Hier ist der Vogelkäfig, genau. So. Das funktioniert. Antons Schlüssel. Oh, das sieht gut aus. Ich wollte ihn ja eigentlich wecken, aber der Schlüssel klauen tut's auch. Fliegt, ihr seid frei. Wieso kann ich mich nicht bewegen? Hallo. Ach so. Wenn ich drücke, dann wird wieder angezeigt. Okay. Ich habe meinen mechanischen Vogel geklaut. Auch nicht schlecht. Ja gut, die anderen kann ich anscheinend nicht benutzen. Dann gehen wir mal wieder raus, bevor irgendjemand was merkt, dass da die Tür offen ist. Ich war es nicht. Es war der Kerl, der davor stand. So, jetzt drehe ich mich erstmal wieder wie blöde im Kreis. Dass ich mein Zimmer wieder gefunden habe. Da, da, da ist es, glaube ich. Also, bisher muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich doch schon sehr fasziniert von diesem Spiel. Gerade auch mit dieser 3D-Optik. Ich kann auch nicht mehr reden. Es ist noch ein bisschen holprig, so mit dem Laufen und so. Aber gut, das ist halt... es ist, glaube ich, auch noch Early Access. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile schon freigegeben ist. Es ist, meine ich, schon etwas länger Early Access. Wo haben wir das Ding jetzt? Ah, das scheint ihr zu gefallen. Okay. Denkt sie jetzt, dass das ein anderer Vogel ist, oder wie? Also eine andere Eule? Komm her. Komm, liebes Vögelchen. Liebe Eule. Hey, du. Huh. Hierher, Piepmatz. Ich habe etwas für dich. Oder, ach so, da muss ich den aufdrehen. Kann man den aufdrehen? Ja. Mit der Macht der Gedanken. Aber irgendwie niedlich, das Ding. Ja, komm her. Komm her. Mein kleiner tierischer Helfer. Ja, hallo. Die ist ja voll verliebt. Hi. Du bist so schön kühl. Also wie die das Ding jetzt da reingequetscht kriegt, das muss man mir aber klären. Und jetzt zu deinem Stamm, los! Mist, jetzt ist alles weg und ich habe keine Nachricht mit dabei geschrieben. Woher wissen die denn jetzt, was zu tun ist? Die Eule ist mit dem Schlüssel davongeflogen, Kirk. Weg war. Das sind gute Neuigkeiten, Kate Walker. Jetzt müssen wir nur... Kirk. Was ist los? Okay. Doktor Olgas Therapie? Kirk. Kirk. Hörst du mich? Wach auf. Na, na. Kein Grund zur Panik, Frau Walker.
Das ist die miese Kröte, ja. Sie sieht doch schon aus wie eine Kröte. Wer sind Sie? Was haben Sie mit Kirk gemacht? Sie sind diejenige, die ihn in dieses Foltergerät gesteckt hat. Beruhigen Sie sich, Frau Walker. Ich bin Dr. Olga Jefimova, Ihre... Ist mir egal, wer Sie sind. Sorgen Sie dafür, dass Kirk aufwacht. Sofort! Der Verlust des Bewusstseins ist eine Nebenwirkung seiner Therapie, Frau Walker. Nicht mehr. In der Medizin muss der Behandlungsplan eingehalten werden, auch wenn es beschwerlich ist. Natürlich, dieses schreckliche Bett, in dem der arme Junge auf seine Prothese wartet, die nie kommt, das gehört zum Behandlungsplan. Und ich nehme an, dasselbe gilt für diese absurde Befragung, die ich über mich ergehen lassen musste. Sie scheinen eine sonderbare Paranoia entwickelt zu haben, seit Sie aus dem Koma erwacht sind. Wenn wir dazu kommen, sehe ich mir das näher an. Aber momentan muss ich Sie bitten, den Raum zu verlassen. Ich muss Ihrem jungen Freund die nächste Phase der Medikation verabreichen. Mit dieser verrosteten Spritze? Also wenn ich mich nicht beruhige, habe ich natürlich das Problem, dass ich wahrscheinlich... Haben Sie mich gehört? Haben Sie verstanden, was ich gesagt habe, Frau Walker? Ich hoffe, ich kann jetzt hier nichts falsch machen. Aber ich meine, freilassen werden Sie mich ja sowieso nicht. Gut, ich gehe. Ich hoffe, das hilft ihm wirklich. Wir tun jetzt einfach mal so. Ich kann mir nicht vorstellen, warum Sie das Gegenteil annehmen sollten, Frau Walker. Wie geht es ihm? Ihr junger Freund spricht sehr gut auf die Therapie an. Alles ist gut. Er ruht sich aus. Gut. Wiedersehen, Doktor. Ich komme bald vorbei, um nach Ihnen zu sehen, Frau Walker. Keine Sorge. Das befürchte ich auch. Holen Sie sich den reparierten Schlüssel zum Ausgang ab, okay? Wenn das jetzt wirklich schon da ist, dann würde das aber sehr, sehr schnell gehen. Was um alles in der Welt hat diese Kurpfuscherin ihm initiiert? Na, entweder Drogen oder irgendwie narkotisiert, was natürlich nicht gut ist, ne? Ich meine, so oft narkotisiert zu werden, das... hinterlässt natürlich Folgen. So, verlassen Sie die Pflegestation. Das werden wir jetzt auch tun. Kate Walker. Kirk. Oder nicht? Wie fühlst du dich? Nicht so gut, fürchte ich. Ich hole dich hier raus. Ich hole Hilfe wohl eher. Wir müssen dich aus den Klauen dieser entsetzlichen Frau befreien. Wenn wir erstmal hier raus sind, melde ich sie den Behörden, glaub mir. Den Behörden ist es egal, was mit den Yukol geschieht, Kate Walker. Schau dir an, was sie mit meinem Bein gemacht haben. Ich gehe hier auf keinen Fall weg, ohne zu wissen, was mit dir geschieht. Das Beste, Kate Walker, ist es, wenn du allein gehst. Und wenn du mir wirklich helfen willst, geh nach Valsembor, sobald du draußen bist. Und versuche, meine Prothese von dem Handwerker zu holen. Wenn du sie mir bringst, wird Dr. Samyatin sie mir anlegen. Und ich kann zu meinem Stamm zurück. Können wir Dr. Samyatin vertrauen? Ich bin da nicht so sicher, wenn ich mir den Zustand seiner Klinik ansehe. Der Mann war immer ein Freund der Yukol. Und ich bin sicher, er kann dir helfen, das Krankenhaus zu verlassen. Und den Handwerker in Valsembor zu finden. Okay. Ich verspreche, sobald ich kann, mit deiner Prothese zurückzukommen, Kirk. Halte so lange durch. Danke, Kate Walker. Und mögen die Geister mit dir sein. Eieiei, das alles hier gefällt mir gerade so gar nicht. Vor allen Dingen, dass wir ihn zurücklassen müssen. Ja gut, es war irgendwo klar, aber ja, ich weiß ja nicht, was da noch mit ihm passiert, wenn wir nicht in der Nähe sind. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal einen kleinen Cut, damit die Folge auch so ein bisschen im Rahmen bleibt
und hoffe, dass wir es dann in der nächsten Folge endlich schaffen, dem ganzen Chaos hier endlich mal zu entkommen und mal, ja, einen anderen Ort zu sehen. Ich freue mich schon auf euch. Bis dann. Ciao.